Ja, herzlich willkommen bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Neben mir steht mal wieder Eugen Henke, unser Partner von Smarter Wohnen, von unserem gemeinsamen Projekt. Hallo erstmal. Hallo, Patrick. Du hast mich hier in eine wunderschöne Gegend gebracht. Ich sage nur so viel, Weinberge, Rhein, wunderschön gelegen das Ganze hier. Ja. Aber wir fangen in einer Garage an. Jetzt denkt wahrscheinlich der eine oder andere, wir würden jetzt hier demnächst nur das Automagazin machen, weil wir ja vor kurzem ein sehr schönes Video, wie ich fand, über den Tesla gemacht haben. Du bist ja, das kann man auch so viel, darf ich erwähnen, wir sind hier voll ökonomisch, ökologisch, elektrisiert hier angekommen. So ne? Ist es. Und bist auch gerade am Aufladen wieder ein bisschen, obwohl der hätte noch komplett zurückfahren können. Hätte. Wäre gar kein Thema gewesen. Ne? So ist es. Ja, aber nein, wir wären, auch wenn es schwerfällt, bei diesem Auto, was vor uns hier steht, nicht über Autos zu sprechen. Wir reden über ein Projekt, was du hier vor einigen Jahren gestartet hast und was du hier in den letzten Jahren ja dann weiter vervollständigt hast. Das wächst richtig. Ja regelrecht. Ja, ne? Das Projekt ist gewachsen innerhalb der letzten 8 Jahre, hat sich an die Gegebenheiten der Technik angepasst, da das was Neues und was neu auf den Markt gekommen ist. Ne? Wir sind ja von der analogen Videotechnik jetzt auf HDMI gegangen, auf Crestron Digital Media. Jetzt gehen wir in Richtung 4K und. Genau, und da möchten wir gerne in diesem Objekt hier einige sehr, sehr schöne Lösungen, die auch wirklich sehr individuell hier geplant worden sind, also nichts von der Stange mehr oder weniger, präsentieren mit dem echten Höhepunkt eines Kinos, was eine 6 Meter breite Leinwand hat, so viel darf ich schon mal sagen, und einen Beamer hat, den man normalerweise nur in Großkinos, in Multiplexen findet. Ja, und das wollen wir uns mal anschauen, weil das Ganze muss natürlich bedient werden. Und jetzt sind wir wieder bei dir. Du hast hier Systeme entwickelt, wo man mit Touchpanels etc. das Ganze überschauen kann, so bedienen kann. Ja. Und da gucken wir uns das mal, denke ich mal, direkt im ersten Raum mal an, wie das Ganze denn aussieht, wenn ich hier nach Hause komme. Wir gehen jetzt gleich in den Medienraum und da können wir anfangen. Machen wir das. Auch wenn es schwerfällt, nicht über das Auto zu sprechen. Ja. Aber später vielleicht. Da, wo der Eugen ist, sind auch immer diese großen Displays. Ja. Kann man so sagen, ne? Kann man so sagen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier abends nach Hause komme, in meine Garage und meinen Wagen reinfahre, komme ich hier an, habe ich schon mal direkt die Möglichkeit, den gesamten Haushalt zu überprüfen, beziehungsweise schon Lichtsteuerung und Ähnliches zu machen? So oder was könnte ich machen? Erzähl mal. Also, erstens muss man sagen, diese Panels wurden damals zu der Zeit eingesetzt, als es noch kein iPad gab und so weiter. Mhm. Und dementsprechend musste man noch eine etwas größere Auflösung haben, um überhaupt hier die ganzen Funktionen unterzubringen. Weil es ja ein Haus ist mit etwas mehr Licht und auch mit einigen Security-Features, die auch untergebracht werden müssen, hat man sich für 15 Zoll entschieden. Hat man im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass das die richtige Größe war. Sonst hätten wir irgendwann mal die Wände neu stemmen müssen für größere Panels. Ne? Also wir sind schon mal in der richtigen Größe. Das ist ja ein Panel, wo nur Licht und Heizung und normale Technikfunktionen zu bedienen sind. Das ist ja das Panel im Eingang, da sind keine Medien drauf, also hier muss man keine Musik steuern oder sonst was. Hier hat man die Möglichkeit, erstmal zu schauen, wie ist die Security-Situation, ob die Kameras alle laufenden Funktionen sind und ob sich da was getan hat. Man kann auch die einzelnen Lichter einschalten, wenn eine Kamera gerade ungünstig vor einer Sonneneinstrahlung steht. Und man kann sich auch die Heizung und die komplette mit den Ist-Werten und so und auch der Stand der Dinge, ob jetzt zum Beispiel auf Komfort, auf Standby, ob Räume ausgeschaltet sind oder nicht. Ja. Das heißt, mit den Kameras kann ich unter anderem erstmal das Außengelände überprüfen. Ich kann aber auch, wenn ich Kameras im Innenhaus habe, kann man sehen, wo der Rest der Familie ist. Ne? Das ist aber war nicht die erste Funktion, sondern war eher die Funktion der absoluten Sicherheit, so dass man sehen kann, weil es eben ein größeres Haus ist. Habe ich auch die Möglichkeit, mein Licht von den einzelnen Räumen zu sehen? Wo kann ich welches Licht einschalten? Licht ist vielleicht an? Klar, das ist ja eine Gesamtoberfläche hier, weil der Kunde ist auch sehr, sehr technikaffin. Mhm. Er möchte gerne im Endeffekt alles steuern. Mhm. Dementsprechend hat man ja auch die Möglichkeit, jetzt auf Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss basiert, die einzelnen Lichtkreise direkt zu steuern, mit entsprechendem Feedback. Ja. Das heißt also Feedback, also Rückmeldung heißt, wenn jetzt hier alles gelb ist, ist hier in dem Fall Licht an und ich habe alles hier schön beschriftet und ich könnte also von hier aus jetzt eben alles sehen. Oder wenn ich das Haus verlasse, sehe ich auch, in welchen Räumen Licht an ist. Man kann ja auch hier zum Beispiel die Zentralfunktionen, EEG, Keller, Ober, diese Funktion könnte man auch als Panikbeleuchtung nutzen oder einfach als eine ganz normale Komfortfunktion, wenn man das Haus verlässt, man sagt so, jetzt bin ich mir sicher, es ist alles aus. Gut, dann lass uns mal weitergehen. Ja, kann sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Das ist also hier der Medienraum des Hausherrn, der ganzen Familie. Ja.
Und man hat sich hier nicht für ein Projektor entschieden, sondern direkt für einen großen Fernseher, ne? Ja gut, man hat andere Stellen, wo ein Beamer einzusetzen ist. Und dementsprechend hat man gesagt, so, das wäre so der Alltagsraum mit entsprechend Helligkeit, wo man ja nicht unbedingt angewiesen ist auf Verdunklung. Mhm. Und so kann man ja gemütlich Fernsehen schauen oder ein bisschen Fußball oder sonst was. Was meinst du? 103 ja, Zoll oder was ist das? 103 Zoll ist ein 103 Zoll Runco. Ja. Plasmafernseher? Schöner Plasmafernseher, der trägt auch dazu bei, dass die Heizungskosten ja im Endeffekt reduziert werden, weil der produziert auch selber genug Wärme. Ein bisschen Wärme, ne? Ja. Okay. Er kompensiert die Fußbodenheizung ein bisschen. Ja, und man hat die Möglichkeit dann auch entsprechende Vorschaubilder von den Kameras zu sehen. Die Kameras, die kann man ja auch theoretisch ja mit diversen Bewegungsmeldern versehen und so könnte man automatisch bei Crestron ja die entsprechende Kamera einblenden, wenn irgendwo was. Also wenn da mal nichts läuft, da oben ist kurz gespannt werden, genau, ist der Krimi sein. Plötzlich da oben. Ja, ja, live. Mhm. Ja. Okay. So. Lautsprecher sind hier verbaut, direkt in deiner Wand. Die Wand an sich ist ja auch ziemlich genial. Ne? Was ist das für ein Material hier? Das hat der Haus ja auch selber gemacht. So eine, ne? Bondplatte mit Alu-Inlays. Ja. Und die lässt sich sehr schön fräsen und hat ja durch diesen Streifenlook. Es geht eigentlich einen durch, ja? Ja, okay. Gibt auch einen sehr schönen optischen Effekt. Ja. Ja. Okay, und dann haben wir hier ein Lautsprechersystem. Von wem ist das? Das ist ein Lautsprechersystem von Wisdom Audio, eine Firma aus USA, die auf High-End-Lautsprecher spezialisiert ist. Sieht man auch, das ist ja ein Bändchen-Hochtöner, der Bänder spricht. Der Extraklasse, ne? Ja, und entsprechende Mid-Range. Ein Subwoofer gibt es natürlich auch. Das heißt, wir haben auch hier eine komplette 5.1-Anlage sehr dezent verbaut. Das ist eine 5.1-Anlage. Drei Lautsprecher vorne, zwei haben wir hinten, sehe ich hier an den Wänden, an der Seite. Ja. Und wo ist denn sonst, ist dahinter noch was hinter der Wand? Haben wir da noch? Die gesamte Seite hinterm TV, hinterm Plasma ist ja direkt, ist ja ganz normal begehbar, so dass man ja schön verkabeln kann und dass man auch, wenn was sein soll, irgendeinen Input vom Fernseher umschalten kann. Oder so. Also man hat einfach eine Wand davor gesetzt, genau, um dann dahinter den Fernseher die ganze Technik zu verbringen. Ne? Ich denke, mir ist bestens realisiert, schon realisiert und natürlich ohne Kabel. Ja, sehr elegant. Ja. Okay, so, wenn ich jetzt weitergehe hier zu dem Tisch mal, dann sehe ich, dass hier ein Bedienerpanel ist. Ja, das ist hier ein Crestron. Ja, ich wiederhole mich, zu dem Zeitpunkt 2006 hatten wir ja, war das die schönste Lösung, um die gesamte Bedienung zu realisieren. Das Schöne dabei ist, also auch als elegante Lösung, man sieht wieder keine Kabel, auch vom Touchpanel nicht. Weil das Kabel durch die Tischplatte direkt in den Boden geht, ja, und man konnte das Kabel schön verstecken. Ja. Welche Kabel brauche ich? Ein Stromkabel und ein Netzwerkkabel? Nee, hier ist ein bisschen mehr, weil wie du siehst, hat man noch eine Videovorschau. Also man hat jetzt mal Stromkabel, weil das Panel auch natürlich ein bisschen was braucht. Man hat dann mal das Buskabel, man hat noch ein Ethernetkabel und ein Kabel für die Videovorschau. Also es ist schon ein Bündel und man muss sich vorstellen, das wäre unschön, wenn so ein Kabel hier auf dem Tisch liegen würde. Das heißt, also du solltest auch relativ früh mit einbezogen werden, wenn eine solche Planung stattfindet, damit man nachher nicht doch feststellt, man hat ein paar Kabel zu wenig verlegt. Also es ist natürlich so, man ist ja an die Position gebunden, aber andererseits kann man das ja festlegen im Rahmen des Innenausbaus. Und man weiß schon vorher, wo was hinkommt, sodass man das schön umsetzen kann. Ja, wobei es ja doch auch mittlerweile mobile Lösungen gibt. Ne? Also es können Sie auch mit einem Panel arbeiten, was dann eben über drahtlos klar, dann... Sicher. Das wird ja auch iPads hier im Einsatz, also es ist auch, spricht nichts dagegen. Ja? Wenn du sprichst von Vorschau-Monitor, das heißt, wenn ich jetzt hier abends mal gucken möchte, welcher Sender kommt, dann muss ich nicht unbedingt den Fernseher direkt anmachen, ich kann es dann da erstmal sehen? So ist es, ja. Also man kann ja, ich wechsle jetzt zu einem anderen Receiver. Also man ist völlig frei, man sieht auch eine Full-HD-Vorschau, wird trotzdem angezeigt, weil das Panel das Bild einfach so passend anzeigt und darstellen kann. Ja. Du sprichst davon, dass wir jetzt hier Receiver haben. Das heißt, hier gibt es einen Raum nochmal, wo komplett die gesamte Hardware, weil wir erinnern uns an älteren Videofilmen, die wir mit ihm gemacht haben. Er zeigt uns ja Schränke, dann denkt man ja, da ist ja, weiß nicht was, ein komplettes Dorf mit verkabelt worden. Das bleibt nicht aus. Das heißt, da haben wir dann also nachher auch wieder einen Technikraum, wo dann eben die SAT-Receiver alles zentral zusammengefasst ist. Man sieht die Geräte überhaupt nicht mehr hier im eigentlichen aktiven Einsatz im vorderen Bereich. Also das sind immer so Situationen, wo man ja zum Beispiel, als Beispiel jetzt heute, man bereitet sich auf 4K vor. Mhm. Der alte Receiver muss irgendwann ausgetauscht werden. Mhm. Wenn du den in irgendeiner Situation im Raum eingesetzt hast und der hat eine bestimmte Größe, da kommt plötzlich was anderes da, was nicht mehr passt, das ist auch nicht schön. Mhm. Und so sind wir völlig unabhängig von solchen Raumlösungen
und wir können die schön im Rack einsetzen, wie wir möchten. Ja. Und so, da muss ja auch keiner sehen. Das, was ich jetzt hier sehe, ist jetzt mehr oder weniger die Medienoberfläche. Wir haben ja vorhin im Eingangsbereich gesehen, dass das mal so die Haussteuerung war. Die kann ich aber auch jederzeit hier integrieren. Ich kann also entscheiden pro Station, welche Fenster ich haben möchte oder welche Oberfläche. Ja. Also im Endeffekt ist es so, wir haben eine Menü Medien und eine Menü Technik. Jetzt bin ich im Menü Medien und ich kann genauso gut im Menü Technik wechseln, wo ich natürlich auch meine ganze Lichtsteuerung habe oder die Heizungssteuerung. Ja. Also das ist, da bin ich ja. Weil das ja auch ein zentraler Platz im Haushalt ist, wo natürlich, okay, verstanden. Tja, wenn man dann in den Garten geht, hat man zum einen mal einen wunderbaren Ausblick hier, ein relativ großer Garten natürlich, ein paar kleine Kois schwimmen da hinten auch noch rum. Aber einen Fernseher sehe ich im Moment nicht und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert und dann habe ich mal so gemacht und dann passierte Folgendes. Kommt natürlich der große Fernseher raus, ist ein 60 Zöller oder 65 Zöller sogar, passt gerade so rein, komplett natürlich verbunden mit allem, was hier an Medientechnik im Haushalt ist. Das Soundbar darunter und der gute Eugen war mit an der ganzen Sache beteiligt natürlich. Wie machst du das Ganze hier mit der Steuerung wieder über WLAN oder wie läuft das? Erzähl mal. Ja, das ist auch eine direkte Steuerung von Crestron. Ja. Ist auch eine direkte Steuerung von Crestron mit einem Lift, der bis zu einer Tonne heben kann. Immer zu freundlich. Der Fernseher hatte alleine 950 Kilo dementsprechend. Was das? Ja. Die Anblendung der Quellen läuft ganz normal über Touchpanel oder über WLAN-Touchpanel oder über iPad. Und so kann man ja im Endeffekt alles sehen, was man im Mediaraum sieht, kann man hier auch sichten. Jetzt habe ich aber gesehen, dass das ja eigentlich gar nicht ein echter wetterfester Fernseher ist, aber man hat sich ein bisschen was einfallen lassen, dass der hier kein Wasser abbekommt, wenn es mal regnet. Das ist richtig. Ist ein Dichtungssystem auch unten, wurde seitens des Hausherren mit dem Deckenbauer entwickelt, so dass auch eine kleine Rinne gebaut wurde, wo das Wasser ablaufen kann. Und ein kleiner Ventilator läuft unten, ne? Ein kleiner Ventilator, der vom Pool ein bisschen warme Luft da reinpustet, so dass im Winter auch eine konstante Temperatur gehalten wird. Und wie man sieht, funktioniert er. Funktioniert perfekt. Pool hat er gerade gesagt, das ist nebenan noch ein großer Pool. Ja. Der ist lecker warm, der ganze Raum. Ja. Und da wird dann eben teilweise die Wärme dann noch hier mit runtergejagt. Schade, um die Wärme nicht zu nutzen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, oder? Wir gehen mal gucken, wie wir wieder runterkommen. So, ich klatsche nochmal. Vielleicht geht es auch wieder runter. Ich klatsche, glaube ich, nochmal, oder? Ja. 5 Euro höre ich gerade. Ja. Verdammter Mist, da muss ich irgendwie gucken, wie ich hier runterkomme. Ja. Alles klar, gehen wir mal weiter. Geht ja doch. Wahrscheinlich gleich abgerechnet. Tja, wurde vom Konto abgezogen. Das ist ein Blick hinter die Kulissen, damit die ganze Technik auch funktioniert. Denn hier sind eine ganze Menge Geräte, die wir jetzt dann in den verschiedensten Räumen nachher nutzen können. So ist das. Wenn ich jetzt mich auch ein bisschen umschaue, sehe ich hier Color Escape, ich sehe hier verschiedene Sat-Receiver, Verstärker. Fangen wir mit Color Escape am besten mal an. Erzähl noch mal kurz. Ja, ein Medienserver-System aus den USA, gibt es schon seit einigen Jahren. Mhm. Ist sehr bekannt in der Szene für die sehr einfache Oberfläche, was die Bedienung angeht. Mhm. Man kann ja die eigenen DVDs oder die Blu-ray-Sammlung einlesen. Bei DVDs werden die direkt auf dem Server gespeichert, bei Blu-ray müssen die physikalisch vorhanden sein, werden aber trotzdem auf dem Server gespeichert, so dass man ja den Film direkt starten kann, ohne störende Trailer und bitte warten und Achtung, Achtung und. So ein Wechsler hat eine Kapazität von 320 Blu-rays. Mhm. Hier stehen 2 Stück, es gibt noch in einem anderen Technikraum nochmal 2 Stück. Mhm. Der Vorteil dabei ist, dass man ja auch jederzeit sagen kann, wenn ich die nicht mehr sehen möchte, nehme ich die raus. Die sind zwar noch physikalisch auf dem Server, die kann ich aber ersetzen durch andere Blu-rays. Und so kann ich so kleine Kapazitätsengpässe überbrücken, indem ich sage, okay, eine Anzahl X, die ich nicht so oft schaue, die habe ich nicht physikalisch im Wechsler, die ist aber physikalisch auf dem Server. Und wenn ich die sehen will, muss ich die nur einlegen. Und dann werden die aktiviert auf dem Server. Das gibt schon... Der andere Vorteil ist ja, dass ich ja nun auch das ganze System an verschiedenen Endgeräten gucken kann. Wir haben jetzt den großen Fernseher gesehen, wir können im Garten rein, wir können jetzt nachher noch ins Kino kommen. Ja. Jeder von der Familie kann darauf zugreifen. Ich habe hier ein Haus mit einer relativ großen Wohnfläche, kann man ruhig sagen, über 1000 Quadratmeter. Ja. Da muss man ja schon mal ein bisschen länger nach einer Blu-ray suchen. Das erspare ich mir. Und der Vorteil ist, dass jede Einheit, jeder Wechsel auch als eigenständiger Player läuft. Mhm. Somit kann man ja auf unterschiedlichen Fernseher auch unterschiedliche Filme schauen.
So, die Übertragung erfolgt natürlich nicht mit ellenlangen HDMI-Kabeln, sondern über Netzwerk. Die erfolgt über Netzwerk, über Digital Media von Crestron. Mhm. Am Anfang wurde ja das gesamte System als Analogsystem aufgebaut. Da sieht man die zwei oberen Einheiten. Mhm. Später wurde das mit dem Digital Media System erweitert. Da sieht man die untere Einheit. Der Vorteil, große Vorteil dabei war, dass die Verkabelung schon stand. Also auch als Analogsignal hatte man über Cat5 übertragen. Und somit musste man nur die Receiverboxen austauschen. Also die Endsysteme an dem jeweiligen Ende des Kabels. Genau, nur die Endgeräte austauschen und schon hatte man HDMI mit Full HD und natürlich vorbereitet auch für 4K. Okay, ja, wir haben hier einen Satellitenreceiver, wo wir dann also der gesamte Haushalt darauf zugreifen könnte. Ja. Egal mit welchem Fernseher. Ich habe auch mehrere Geräte da. Man kann das Ganze entsprechend aufzeichnen. Hier sind eine Menge Patchfelder. Dann haben wir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, sehe ich hier. Und dann haben wir hier drüben auch nochmal einiges, was Kaleidoscape sich nennt. Ne? Das sind die großen Einheiten, sind die eigentlichen Server. Ja? Komm, wir machen mal eben die Tür auf. Das kann man vielleicht besser zeigen. Ja, die großen Einheiten sind die eigentlichen Server, die auch die gesamten Festplatten unter. Das sind jetzt alles Festplatten? Sind einzelne Festplatten, ja. Was haben die für eine Größenordnung so? Im Moment, also ich schätze, sind die älteren haben 2 Terabyte, aber es gibt auch neuere dabei mit 4 Terabyte. Also wir reden hier über so 30 Terabyte pro Server im Durchschnitt. Das sind 2 Stück davon, plus 2 kleinere, die haben nur vier Festplatten. Also man kriegt schon einiges an Stunden hier untergebracht. So ist es. Man muss ja auch fairerweise noch mal erwähnen, wir sind hier in einer wunderschönen Gegend, aber das Thema Internet ist ja auch wieder ein bisschen leider sehr stiefmütterlich behandelt worden von all denen, die dafür verantwortlich sind. Das sind die Randgebiete. Das heißt Streaming, das was mancher vielleicht jetzt sagt, kann er machen? Nee, das geht nicht, aber ich habe hier den Komfort eines Streaming-Systems natürlich. Ne? Also Streaming würde gehen, aber im Moment von der Telekom nur 20 Gigabyte. Als maximal. Man kann das zwar einmal verlängern, man hat dann 40 GB. Bei 40 GB sind bei der jetzigen. Okay, das war bei LTE, war das dann aber hier. Ja, bei LTE, ja. Und das kann man nicht mehr verlängern. Und schon bist du nach 10 Tagen. Offline. Quasi offline, ja. Gut, okay. Mhm. Was haben wir hier oben? Das ist ein Server von der Firma Geutebrück. Das ist ein bekannter Sicherheitstechnikhersteller. Ja. Und das ist der sogenannte DVR, der digitale Videorekorder, der die gesamten Kameras, der die Aufzeichnung der Kameras verwaltet und auch das gesamte Netzwerkmanagement verwaltet, weil alle Kameras auch übers Internet sichtbar sind und übertragen auch zur Polizei und die gesamten Daten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mal als Hausherr mal in Urlaub fahre und möchte mal wissen, wie draußen, wie hoch der Rasen ist steht, kann ich das jederzeit ist also kein sehen. Problem. Ja. Cool, alles klar. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Ja, sicher. Auf Erkundungstour hier. Auf jeden Fall. So, Eugen. Jetzt sind wir hier im Wohnzimmer. Ja, das ist richtig. Erzähl mal. Ja, hier kann man sich schön entspannen und etwas lesen oder ein bisschen TV schauen. Wenn der Herr des Hauses Fußball sehen möchte, kann die Frau des Hauses mal was anderes sehen. Und muss nicht unbedingt auf Größe verzichten. So ist es. Und muss nicht auf die Größe verzichten. Man kann genauso gut sich hinsetzen und entspannen und lesen. Ja, klar. Was ich jetzt hier sehe, sind natürlich hier dieses Panel hier. Das heißt, wir haben 2 Stück. Jeder kann für sich hier seine Home-Automation sogar nutzen. So ist es. Das ist ja nach wie vor dem Prinzip, was der Hausherr verfolgt hat, dass man keine Kabel sieht. Ja, das und der Motor, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist viel eleganter und viel einfacher zu handeln, das Ganze. Da sind auch zwei Touchpanels von Crestron mit 15 Zoll. Allerdings die neue Generation, nicht die wir unten gesehen haben, sondern die voll auf IP laufen. Mhm. Und die wurden schön eingesetzt in so einem Material ähnlich unten. Ja, auch wieder mit diesem Aluminium, ne? So ist das mit entsprechender Belüftung. Okay, wenn ich jetzt mir, das ist mir vorhin aufgefallen, dieser Teppichboden, ne? Man sieht ja hier überall die Kabel, das ist ja hier diese wunderschöne kleine Schreibtischleuchte, direkt zweimal im Haushalt hier vorhanden. Die Kabel gehen da unten weg. Der Teppich hier, das sieht so aus, als ob das gar nicht ein durchgängiger Teppich ist, sondern das sind so Elemente, kann das sein? Ja, das sind einzelne Kacheln. Das Schöne dabei ist, dass der gesamte Raum mit Doppelboden versehen ist. Mhm. Und somit kann man ja bestens den Raum gestalten, wie man möchte. Und mit Hilfe dieser Teppichkacheln hat man ein paar Mal die Möglichkeit, eine Öffnung zu schaffen, um ein Kabel zu verstecken zum Beispiel. Somit konnte man hier auch die Kabel verstecken, was auch im TV-Raum entsprechend bei den Stehlampen. Ja, und da hinten bei den Kugellampen natürlich bei den auch. Das ist natürlich noch schöner, weil man da gar nichts sieht. Ja. So am Rande ein echtes 3D-Bild. Ist ja mal wieder richtig cool. Ne? Also der Kollege hier, der guckt einen mal sowas von an.
Die Frage stellt sich, was man im Film davon sehen kann. Das weiß ich noch nicht, aber ist auf jeden Fall cool. Man sieht es also live, ist es beeindruckend. Wir haben ja diese kleinen Kino-3D-Bilder. In die Richtung geht das auch. Ja. So, lass uns doch mal hier hinsetzen. Wenn ich mich jetzt hier mal eben hinsetze und wir gehen jetzt mal auf so ein Touchpanel drauf. Was muss ich denn da machen? Oh, einmal nur den Finger draufdrücken und dann geht der Spaß schon los. Und schon kann man alles bedienen. Im Prinzip die Medien. Man ist jetzt auf einer Dreambox. Man kann genauso gut einen anderen SAT-Receiver anwählen oder man kann ja auch sagen, ich möchte gerne Kaleidoscape. Und entsprechend wird die Quelle geschaltet. Mhm, okay. In diesem Fall haben wir Kaleidoscape. Okay. Gehen wir mal darauf. Ja. Dann haben wir hier auch, hier habe ich gesehen, mehrere Satzschüsseln bzw. eine Satzschüssel mit mehreren LMBs. Das heißt, wir haben auch hier verschiedenste Sky oder alternative Zuspieler. Man hat vier Dreamboxen und man hat auch einen Sky Receiver, man hat auch einen Apple TV. Es gibt zwei Apple TVs im Hause, einer der läuft über einen deutschen Account, einer der läuft über einen US-Account, wo man den Vorteil hat, dass die Filme 1, 2, 3, 4 Wochen eher zu sehen sind oder in Originalfassung. Mhm. Ja. Okay, verstanden. Was auch auf jeden Fall auf des Öfteren gewünscht wird. Gut, als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, dass hinter mir mich noch drei große Monitore anschauen, die hier so in die Wand eingearbeitet sind. Lass uns da mal rübergehen, weil das hat ja nur auch eine Besonderheit auf sich. Das hier sind jetzt, erstmal muss man sagen, von der Verarbeitung her ziemlich cool gemacht. Hat der Hausherr wohl gemacht, ja? Habe ich das richtig gesehen? Also er hat jetzt hier Flachbildschirme eingebunden, wo man unter anderem auch wieder mal sehen kann, die einzelnen Kameras. Da ist der Hund, der passt da vorne direkt auf. Das ist ja auch cool. Gerade wenn man auch mal hier alleine vielleicht im Haus ist, ist es nicht ganz unflott, wenn man das mal in den verschiedensten Räumen trotzdem mal eben sehen kann, wo kommt das Geräusch denn her? Die Einfassung ist sehr schön realisiert. Das ist eine ganz dünne Platte, ich schätze, würde ich schätzen, so 3 mm. Mhm. Und randlos eingefasst, auf einer Seite entsprechend gefräst, mit einem Rahmen zur Befestigung. Und man kann im Prinzip jeden LCD nehmen, den Rahmen abmontieren und genauso einfassen. Ja. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich schon mehrere Höhepunkte gesehen. Das heißt, wir haben mal eine tolle Außenanlage gesehen mit toller Multimedia-Technik. Da sind übrigens natürlich auch noch entsprechende Deckenlautsprecher gewesen, wo der Sound auch nochmal zusätzlich rüberkommen kann, ein bisschen gechillt werden kann. Ja. Dann haben wir gesehen, dass den Medienraum da unten, aber was wir noch nicht gesehen haben und was wir uns jetzt anschauen wollen, verbindet sich oder verbirgt sich jetzt hier hinter. Ja. Hier ist also ein Neubau angesetzt worden, wo also ein Kino ist, weil eigentlich hat es schon ein Kino gegeben, da sind wir gar nicht gewesen. Ja, es hat ein Kino gegeben, was eigentlich eine zu kleine Leinwand hatte und im Keller untergebracht war. Und das hatte mehrere Nachteile, was erstens die Leinwandgröße und zweitens, man war ziemlich limitiert im Abstand pro Projektor zur Leinwand. Und da konnte man nicht mehr viel variieren, dementsprechend 4K und so weiter hätte man schlecht realisieren können. Ja. Wir haben das ja schon mal gesagt, der Trend geht zum Zweitkino oder zum zweiten Kino. Das erste hält man ein paar Jahre und dann fängt man an, komplett alles wieder neu zu machen. Ja, dank der neuen Technik, die sich ständig entwickelt. Ja. So ist es. So, und das Kino, das schauen wir uns jetzt mal an, denn das ist wirklich eins der Superlative. Tada! Wir werden jetzt eine Anlage sehen mit 17.4.11 Lautsprecher-Layout. Ich gehe auch freiwillig mal rückwärts, damit der Christian mal so die Perspektive haben kann, die man hätte, wenn man jetzt hier in diesen Raum reinkommt. Eugen, folge mir einfach mal. Ja. Wir gehen mal durch, komm mit mir, komm mit. Weiter. Hier sind wir. Das ist schon ziemlich beeindruckend in der Dimension. Eugen, komm ruhig rüber. Wir wollten hier uns mal hinstellen, damit man mal sehen kann, wie klein du bist oder wie klein ich bin und wir beide sind. Weil diese riesen Leinwand, die wir hier sehen, hat eine Breite von 6 Meter. Es handelt sich um eine schalldurchlässige Leinwand. So ist es, es ist akustisch transparent. Sieht man auch, wenn man sich die Oberfläche kurz anschaut. Ja, ist eine ganz feine Struktur drin, Gewebestruktur. Und es ist eine 21:9 Leinwand. Das heißt, hier wird also in der Seite, in der Breite dann entsprechend maskiert. Wenn ich also einen 16:9 Film hier zeige, dann hat man eben an den Seiten die Maskierung eingefahren. Und jetzt zeige ich einen echten 21:9 Film, dann wird das Ganze aufgebreitet und dann wird auch das Bild von dem Projektor aufgezoomt, sodass die Balken oben und unterhalb der Leinwand sind. Jetzt wird so einer denken, oder so mancher denkt, boah, was muss denn hier für ein Beamer sein, weil das ist ja mal eine ordentliche Fläche. Ja. Verraten wir erst am Ende. Machen wir jetzt noch nicht. Dranbleiben, würde ich sagen. Ja.
Du warst in dem ganzen Projekt auch mit bedingt involviert. Du hast das Ganze auch kombiniert mit dem Crestron-System oder bist dabei? So heißt es. Das war der zweite aktiv. Abschnitt. Mhm. Das war der zweite Abschnitt. Also das ist das zweite Digital Media System hier. Das haben wir mit dem ersten System zusammen verknüpft, damit wir einen Teil der Quellen, die unten sichtbar sind, auch hier nutzen können. Natürlich alles über CAT, über ganz normale Netzwerkleitung. Und hier wurde auch die gesamte Technik mit einem zusätzlichen CPU versehen. Also wir haben eine Trennung zwischen dem Mediensystem unten und dem Mediensystem hier, so dass man autark arbeiten kann, dass wir auch eine gewisse Redundanz haben, wenn ad absurdum irgendwas ausfällt, damit zumindest ein System weiterläuft. Also du meinst unter anderem, was den Datenverkehr angeht, dass wir hier nicht irgendwie über die Strecken... Performance und alles. So, dass man das Gefühl hat, man ist nichts in der Nähe, man hat die Blu-ray direkt reingelegt, weil hier läuft das ja auch über das Colored Escape dann. Ne? So, wenn wir uns mal so mal die ganzen räumlichen Bedingungen ansonsten noch mal genauer etwas anschauen. Wir haben also gesagt 6 Meter Breite, wir haben eine Tiefe von ungefähr 10 Meter. Ja. Der Raum hat keine parallelen Wände, sondern ist so nach links hin mit der etwas schräg. Das hat der Bau so hergegeben. Einen ziemlich fluffigen Teppich haben wir hier. Genau, und das ist auch dieses Kachelsystem mit dem Doppelboden, so dass man im Endeffekt alles, was man hier eingebaut hat, auch die Touchpanel ist auf dem Tisch und so, dass man die Kabel gut verstecken kann, einschließlich Kabel von den Lautsprechern. Ja. Man muss vielleicht noch ein bisschen sagen, dass das Thema hier mit den Glasscheiben angeht. Wir können mal kurz rübergehen. Ja. Christian Dirk, nicht mehr Chris drauf. Das sind ja riesige Scheiben, wo man normalerweise eine fantastische Aussicht Richtung Rhein hätte. Ja. Hier kommt noch demnächst ein Vorhang rein, damit man auch tagsüber schauen kann. Rein, elektrisch, ja. Weil hier wird so viel hart gearbeitet, dass der Hausherr erst abends spät nach Hause kommt, im Dunkeln. Ja. Aber jetzt hat er gemerkt, die Sonne bleibt doch länger auf. Und es gibt auch Sonntage. Ja. Also es wird hier noch mit einem Vorhangsystem gearbeitet. Ja. Der wird auch direkt Da gehe ich von aus, dass man da nicht mit der Schnur dran ziehen muss. Das ist selbstverständlich. Wenn der in die Einfahrt fährt, geht er wahrscheinlich schon der Vorhang zu, oder? Genau. Okay. Ja, das Lautsprecher-Layout, das müssen wir uns natürlich auch mal genauer anschauen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 17 Lautsprecher unten, wir haben 4 Subwoofer und wir haben 11 oben, weil hier wird auch mit Dolby Atmos und mit Auro und in Zukunft noch mit DTS:X entsprechend gearbeitet werden können. Weil man einen Trinov-Vorstufe hat. Trinov 32 mit 32 Kanälen. Und man darf sagen, das ist das erste Trinov-System mit 32 Kanälen, was in der Welt bekannt ist. Und das steht hier. Woran da wird noch gearbeitet, muss man auch fairerweise sagen. Ja, man muss das an einer Software-Update noch abwarten. Ja, ja. Aber man ist ja geduldig als ein solcher glücklicher Kunde und man experimentiert gerne. So ist das. Und man hat auch Zeit. Ich hoffe, ich kriege dich da aus dem Sessel wieder raus hier. Es sind 3 und insgesamt sind es ja 7 super bequeme Sessel, die in alle Richtungen mehr oder weniger verstellbar sind. Wobei die erste Reihe hat ja noch ein nettes kleines Zusatz-Amusement-Programm. Ja. Kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Das ist der neue Crestron-Panel oder das ist eins der neuen Crestron-Panels? Das ist eine neue Generation Crestron-Panels. Die sind IP-basiert, 16:10 Format. Mhm. Sind etwas dünner als die alten, ne? So wie die Technik sich weiterentwickelt. Mhm. Natürlich auch frei beweglich im Raum. Die haben auch eine höhere Auflösung als die alten und somit kann man die Grafik ein bisschen anders gestalten. Kannst du mir mal das Übersichtsmenü generell mal zeigen, was ich jetzt alles hier machen kann? Weil ich kann ja hier neben dem Kaleidoscape, kann ich ja auch jetzt hier was alles sehen. Ich kann sehen, was der Beamer an ist. Man hat den Status vom Projektor, man kann die Formate des Projektors auch manuell abrufen. Kaleidoscape hat einen großen Vorteil. Kaleidoscape gibt die Information, in welchem Format der Film ist. Und dementsprechend können wir die Maskierung der Leinwand, also die Leinwand öffnen oder schließen, passend zum Format 21:9 oder 16:9, was ein Blu-ray nicht kann. Mhm. Aus diesem Grunde, wenn man zum Beispiel auch eine ganz normale TV-Sendung hat, kann man hier das Format per Hand einstellen. Man hat die Lautstärkeregelung und Mute für das Surround-System. Und man hat die ganzen Einzelquellen, Apple TV, PC, es gibt auch ein Mac hier, wo man sich zum Beispiel Internetinhalte anschauen kann. Oder die Dreamboxen, also sprich die SAT-Receiver. Was ist das für ein Knopf hier? Das ist die Lautstärke und Mute, weil man vielleicht nicht möchte, dass das Panel immer wieder leuchtet, wenn man nur die Lautstärke einstellt. Wenn es hier total duster ist, würde das dann immer in dem Fall hell sein. Aus diesem Grunde geht das Panel auch relativ schnell, verdunkelt das Panel auch relativ schnell. Mhm. Und man kann die Lautstärke über dieses elegante Alu-Teil einstellen und auch muten.
Klasse. Lass doch mal ganz spontan Folgendes machen. Wir haben jetzt hier Fernsehprogramm auch aufrufbar. Ne? Und, ja. Ich würde sagen, jetzt machst du mal Folgendes. Jetzt wähl doch mal das Fernsehprogramm aus. Jetzt sehen wir, dass es vom Format her nicht passt. Ich denke mal, der Christian dreht sich doch einfach mal um auf die Leinwand. Und jetzt schaltest du bitte mal ein anderes Programm um. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir noch mal eben hier, was wir da als Inhalt haben. Aha, er erkennt das. So, und ein Teil der Technik befindet sich hinter der Leinwand und da hat man hier eine nicht erkennbare direkte Tür verbaut. Wenn ich jetzt hier mal gleich gegendrücke, dann sehe ich auch schon mal einen Teil der Technik, die hier für die gute Akustik verantwortlich ist. Und zwar sind hier Endstufen von Quested, jeweils so mit 300 Watt pro Kanal. Ein Teil dieser Endstufen befindet sich hier vorne, ein Teil ist nachher im Filmvorführraum, so wie ich es mal bezeichnen. Und der Christian zeigt ja mal, wie das dann hinter der Leinwand aussieht, weil da stehen die Subwoofer und auch die entsprechenden weiteren Lautsprecher für unten, als aber auch für oben. Alles sind Lautsprecher von Quested, die also hier verbaut worden sind mit eigens entwickelten Racks. Da sieht man auch wiederum die gleiche Konstruktionsart, was das Material angeht, auch wieder mit diesem Aluminium, also sehr elegant und sehr schick gelöst. So, und hier sind wir wirklich im heiligsten Heiligtum, weil hier ist der ganze Kinoprojektor mit der zugehörigen Technik und ja, es ist ein Barco 4K, den sieht man normalerweise nur in sag mal, Multiplex-Kinos, wo dann, weiß nicht, 15 Meter breite Leinwände mit ausgeleuchtet werden sollen. Und der Gute steht also hier, ja. Und wird verwendet mit von einer Lampe. Was haben wir hier drin? Kann man verschiedene Lampen, glaube ich, einbauen. Ist eine 4 Kilowatt Lampe, der Projektor geht auch mit 6 Kilowatt Lampe, aber bei einer Leinwand von 15 Meter wäre eine 6 Kilowatt Lampe nötig, aber bei 6 Meter kommen wir mit 4 kW auch sehr gut klar. Ja, würde ich bei wohl sagen. Bei ca. 20.000 Ampere. Also wir haben festgehalten, ca. 20.000 Ansilogen, das ist mal ein Pfund. Ne? Und man hat auch die gesamte Technik eigentlich hier verbaut, sodass ich eigentlich, wenn ich einen guten Draht zu Mr. Disney hätte oder zu Mr. 20th Century Fox, ja, könnte ich mich eigentlich hier als kleines Dorfkino bewerben, denn ich hätte die Möglichkeit, es abzuspielen. Hier ist eine Doremi, ne? Hier ist ein Doremi-Server, der natürlich ja auch voll nutzbar ist. Ja? Das ist richtig. Wird aber zurzeit nicht gemacht? Wird im Moment auch nicht eingesetzt. Also man hat auf gerade, es gibt genug Material, um ja, Kinospaß zu haben. Und, also es ist kein Scherz. In Amerika ist es also möglich, einen aktuellen Kinofilm, der jetzt in die Kinos kommt, auch für eine entsprechende Gebühr, man redet da von ca. $500, die dann also so eine Präsentation innerhalb der nächsten 24 Stunden kosten könnte, vorausgesetzt man hat eben eine solche Technik dort, auch wieder dann privat gucken könnte. Also den Weg ins Kino könnte ich mir sparen und je nachdem, wie groß das Kino ist, legen wir alle mal zusammen, haben wir die Kohle wieder raus. So ist das, ja. Ja, was haben wir sonst noch Schönes hier? Ja, du hast auch hier wieder sowas, ne? Wie ein Color Escape. Man hat den Color Escape, der nur fürs Kino gedacht ist, aber das ist ja mehr oder weniger als Player gedacht, natürlich mit 320 Discs Kapazität, der jetzt im Moment mit diversen Blu-rays gefüllt ist. Man hat auch noch zwei weitere SAT-Receiver für die zwei, für Fernseher und für Kino. Und unten sieht man auch noch mal einen D-Box-Controller für Sessel. Und die zentrale Technik von Crestron, sprich eine neue CPU, eine zusätzliche CPU und Digital Media Videoverteilung, die ich angesprochen habe, als zusätzliche Verteilung, die komplett autark läuft. So, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird gemerkt haben, er hat jetzt so ganz nebenbei von D-Box-Systemen gesprochen. Ich habe es ja vorhin angedeutet, auch in den Sesseln steckt noch ein bisschen was drin. Es ist also auch hier das D-Box-System, welches also vielleicht schon bekannt geworden ist durch unser Video, was wir bei den süddeutschen Heimkino-Fans gemacht haben. Da wurde ja erstmalig ein Sessel vorgestellt, der also, ich sag mal, parallel zu der Bewegung oder der Kameraperspektive des Films sich bewegt. Ja, also Stichwort Transformers, die Jungs fliegen da durch Chicago, dann würde man also diesen Flug schon fast im Sessel nachvollziehen können. Und hier sind eben die ersten drei Sessel auch komplett damit ausgestattet. So ist das. Ja, ne? Sag mal weiter, was haben wir sonst noch? Das sind sogar noch Verstärker, die derzeit gar nicht mehr verwendet werden, ne? Im Moment werden sie nicht mehr eingesetzt, sind Verstärker von den Lautsprechern, von Wisdom Audio. Die sind jetzt Atmos und Auro 3D zum Opfer gefallen im Moment. Ja. Aber die werden weiterhin eingesetzt. Und man hat einen Trinov-Prozessor, das ist ja der, sagen wir mal, Brain der Anlage mit Dolby Atmos und Auro 3D und den entsprechenden Kanälen. Ja, also der steckt jetzt hier so ganz unscheinbar und das ist nun wirklich das absolute Highlight, neben dem Beamer natürlich, ja, und neben ja, den Leinwand und neben den 17 Lautsprechern. Aber eben diese Vorstellung
Vorstufe ist eben in der Lage, eben diese ganzen verschiedenen Soundformate wiederzugeben und das in einer unglaublichen Qualität, weil man hat ein spezielles dreidimensionales Einmesssystem entwickelt, wo also der gesamte Raum in, der, ja, in echten dreidimensionalen Daten, dafür hat man auch ein spezielles Mikrofon entwickelt, wo drei Mikrofone drin sind, um diese Räumlichkeit aufnehmen zu können. Und das ist schon mächtig beeindruckend, was da rauskommt und wie das funktioniert. Ja. Leider auch mächtig beeindruckend vom Preis her, aber bitte, das kostet nichts, kann man auch manchmal ein bisschen überspitzt sagen. Ne? Gut, eine Lüftungsanlage habe ich gesehen, gibt es auch noch hier, ne? Ja, der Barco kann ja nicht ohne eigenständige Lüftungsanlage und bei dem Barco ist es auch so, bei dieser Klasse Projektoren, dass man erst den Projektor einschaltet, da fängt die Kühlung schon an zu arbeiten und hält den Projektor an einer bestimmten Temperatur und erst dann kann man die Lampe zünden. Okay. Und damit die Lampe überhaupt keine großen Temperaturunterschiede mitmacht. Ja, das ist eine Hochvolt-Xenon-Lampe und wenn die Temperatur zu hoch geht, kann das Glas einfach dahin schmelzen. Und damit das nicht passiert, hat man die entsprechende Kühlung. Wobei aber auch, ich habe gesehen, dass es Lüftungsrohre gibt, die ins Kino gehen. Auch da wird entsprechend be- und entlüftet? Ja, das ist ja die normale Raumkühlung, damit auch das Raumklima entsprechend passt. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal länger hier. Ich habe ein paar Filme dabei, beziehungsweise liegen auch genügend auf der Platte. Dann machen wir mal uns einen schönen Kinoabend hier. Selten, dass man sowas mal sehen kann. Auch mal vielen Dank vorab an den Hausherrn. Aber wie sagen, wir gehen noch mal erstmal rüber und dann machen wir doch mal unseren Abschluss. Ja. So sollte es sein. Ja, Eugen, jetzt haben wir uns mal schön bequem gemacht hier. Der Abend kann losgehen. Ich kann gar nicht abfahren, bis die Sonne unten ist. Sag mal, die ganze Technik, die man jetzt hier sieht, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, man sollte dich früh genug ansprechen, wenn es soweit ist, oder uns ansprechen. Ne? Wobei er ist eben der Spezi mit den ganzen Netzwerken, mit der Programmierung und alles, was dazugehört. Wir geben dann gerne unseren technischen Input, wenn es um den Projektor und um den Lautsprecher geht. Aber er vereint das natürlich dann in der gesamten Bedienung. Und wie häufig muss ich dich dann eigentlich sehen? Ist es so, dass das System an sich ziemlich gut von alleine stabil läuft? Muss es irgendwie gewartet werden? Kannst du dich von außen auch mal drauf schalten, dass man nicht jedes Mal dich dann vielleicht mal ein paar hundert Kilometer kommen lassen muss. Wie sieht es eigentlich damit aus? Ja gut, je nachdem, wie man die Anfangsanforderungen definiert, weiß man, ob man später immer wieder Hand anlegen muss oder nicht. Wenn man genau weiß, was man machen möchte, dann kann das gesamte System so weit aufbereitet werden, dass es ja über 3-4 Jahre völlig wartungsfrei und ohne externen Eingriffen läuft. Ja. Mhm. Wenn es nötig wäre, zum Beispiel, wenn man ja so eine Senderliste hat und man möchte andere Sender drauf haben, also, ist eine Fernwartung ohne weiteres möglich. Also heutzutage bei solchen Bandbreiten wie DSL mit 25 Megabit oder 50 Megabit oder Unity Media hat man genug Bandbreite, um auf das System zuzugreifen, als ob man im lokalen Netzwerk wäre. Und dementsprechend ist ein Einsatz vor Ort nicht immer nötig. Ja. So, und dich kann man auch haben, wenn es nur um Licht geht. Man kann dich haben, wenn es um Ton geht, um Bild geht, um alles geht. So, also gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen. So ist es. Gut, ja, was haben wir noch? Wir sind eigentlich durch, würde ich sagen. Ne? Sehr beeindruckend. Ich hoffe, wir konnten einen Teil dieser Atmosphäre und auch dieser wirklich professionellen Umsetzung hier rüberbringen in unserem neuesten Video. Vielen, vielen Dank nochmal an den Hausherrn. Und maybe somebody from US is looking on the video and Peter and Kurt and like to make a nice greetings here from the owner of the cinema. Because die beiden, Peter und Kurt, sind unter anderem aktiv wohl im AVS-Forum und der Kurt hat wohl hier mitgeholfen einzumessen, einzurichten und die werden sicherlich, ich glaube, wir müssen für die vielleicht demnächst mal einen englischen Untertitel machen. Dann können Sie das Ganze noch mal anschauen. Aber also schöne Grüße in die US, in die Staaten. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank nochmal an den Hausherrn, dass wir uns das hier so ausführlich anschauen konnten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und für alle anderen, vielleicht sind ein paar Ideen dabei. Vielleicht fängt der eine oder andere jetzt mal an, seinen alten Fernseher in den Boden einzubuddeln, dass er vielleicht noch einen Zweitfernseher doch benutzen kann für den Garten. Ja, und ansonsten herzlich willkommen bei uns, bei Grubi. Wenn es so Fragen gibt, einfach zu uns kommen und wir können auch das eine oder andere gerne bei uns präsentieren. Bis zum nächsten Mal wieder beim Grubi TV-Kanal. Ciao.